Hallo, schön, dass du Golfen mit Freude besuchst. Golf ist am Anfang der Golfkarriere nicht gerade einfach, oder? Man muss an so viel denken. Auch wenn es Spaß macht, es ist ziemlich kompliziert. Und dann passiert es, dass du an einem Tag spielst, wie heute im Golfclub Lüttelsburg hier an der Nordsee, wo der Wind wie verrückt weht. Und die Bälle werden sowas von getragen, dass man nicht mehr weiß, was man tun sollte. So, ich möchte dir helfen für solche Situationen. Das ist ein ganz einfacher Tipp und hilft. Und es kann sogar sein, dass das, was ich jetzt dir zeige, dass du auch bei normalen Bedingungen diese Technik einsetzt. So, das Erste ist, das ist jetzt der Abschlag und du solltest möglichst einigermaßen weit kommen. So, nehme bitte einen längeren Schläger, mit dem du gerne klarkommst. Es kann der Driver sein, falls du mit diesem Schläger spielst und übst, aber es kann auch ein schönes Holz 5 sein, ein etwas längeres Rescue mit 23 Grad Loft oder vielleicht ein Eisen 5. Vielleicht spielst du gerne Eisen, aber mit dem Schläger solltest du gerne spielen können. Das Erste, was ich meinen Schülern empfehle bei solchen Bedingungen, ist, den Ball niedriger aufzutehen. Also so hätte ich den Ball normalerweise. Übrigens, ich nehme meinen Driver für diesen Schlag. Ich spiele super gerne meinen Driver. Ich fühle mich sehr sicher damit. Das ist bei mir so. Okay, so das wäre normal für meinen Driver, diese Höhe. So, ich ziehe ungefähr die Hälfte von der Höhe, was ich normalerweise verwenden würde. Das ist ziemlich niedrig. Was verursacht das? Natürlich einen flacheren Ball. Wenn es weht, möchtest du, dass dein Ball so nah wie möglich am Boden bleibt. Wenn er da oben ist, können ganz viele schlimme Dinge passieren. Dann, du hast gelernt, die Ballposition beim Driver zum Beispiel, falls du es nimmst, weit vorne zu haben. Ich spiele den Ball jetzt fast in der Mitte. Gut, nächster Punkt, also Herz hoch, würde ich sagen. Nächster Punkt. Ich greife den Schläger niedriger, damit ich dichter am Ball stehen kann. Je dichter ich am Ball stehe, desto einfacher ist der Schlag. Und wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen und der einfachste umzusetzen, nachdem du dich richtig ausgerichtet hast. Also heute weht der Wind stark von rechts nach links, so ich richte mich zur Kante vom Fairway aus. Ich weiß, dass wenn ich den Ball einigermaßen treffe, der kann nicht nach rechts. Alles, was rechts ist, wird vom Wind gepusht nach links. Also der Wind hilft mir. Aber ich werde jetzt bewusst langsamer schwingen. Nur langsamer schwingen ist so genial, weil man hat bessere Chancen, den Ball zu treffen. Und zweitens, der Ball bekommt nicht so viel Spin und bleibt ihr niedrig. So, das werde ich jetzt tun. Wünsch mir Glück. Ich hoffe, dass der Schwung sehr weich und rhythmisch gleich aussieht. Okay. So, da fliegt mein Ball. Der kommt rein mit dem Wind. Und es ist unfassbar, wie weit man dann auch schlägt, wenn man ruhiger schwingt. Automatisch sind die Hände lockerer, die Handgelenke kommen im Spiel und man hat doch ziemlich viel Geschwindigkeit. Ich habe diese Situation überwunden. Das kannst du auch. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast. Und vielen Dank, falls du es bist, dass du Abonnent von Golf mit Freude bist.